Das Training ist vorbei. Das haben wir Bielefeld vor der Brust. Also ich muss schon sagen, die Abwehr weiß ich nicht. Da hinten haben wir unseren Kirai. Hat ganz ordentliches Spiel gemacht, kann aber auch noch viel mehr. Das wird morgen eine heiße Partie. Das muss ich glaube schon. Die haben 4-0 gewonnen. Ja, unser Nationali da hinten. Ja, dann macht er ein paar Programme. Ja gut, dann haben wir hier unseren Stefan Ambrosius. Den hätte ich auch mal gebracht. Hätte ich gerne mal gesehen hinten. Der hätte sich auch ganz gut aus der Affäre ziehen können, den Kaiserslautern. Du musst auch mal jemanden haben, der das Ding weghaut. Das ist Svenny, der Co-Trainer. Ja, Bucky dabei, Schuler nicht dabei. Aber wie gesagt, es ist so wie es ist. Das können wir nicht ändern. Kaiserslautern können wir nicht. Muss man sehen, mit dem Punkt bin ich zufrieden. Aber nach dem Spielverlauf. Jetzt will ich mal umschwenken. Jetzt haben wir hier auch noch unseren Muheim. So richtig was los wieder hier. Bucky jetzt auch dabei. Ja. Ja, wenn die Abwehr auch wieder so eine Fehler macht, das wird eine schwere Partie in Paderborn. Der Klos ist auch dabei, das wäre der richtige Mann für Ambrosius, finde ich. Aber wie gesagt, ich bin hier kein Trainer und auch kein, der die Mannschaft aufstellt. Aber wie gesagt, unser Raum spielt ja wohl in Tor, das ist ja schon mal ein Vorteil, dass der auch mal spielt, der Junge. Und dann haben wir unser Robert, der Robert ist ja verlassen, der hat zwei Dinger gemacht. Aber alles, was sie vorne reinmacht, reißt sie hinten den Arsch wieder um. Ja, Ferro wird wieder noch gebraucht, entweder schießen vielleicht, wer weiß das. Ich hoffe nicht. Aber möglich ist ja alles. Nicht? Da müssen wir natürlich mit rechnen. Nicht? So, das schwenkt ja nochmal rum. Ja. Ja, Robert ist ja immer fanfreundlich ohne Ende. Aber wie gesagt, war ein schwieriges Spiel auf Kaiserslautern. Ich hoffe, dass sie das jetzt aus den Knochen haben. Und dann geht das los auf der einen. Ne? Auf der einen, da gibt es keinen Sünd. Also wäre natürlich schöner für die Kohle, für das Geld, was hier noch läuft. Ja, Trainer, du musst mal sehen hier, zeig mal Leben da. Gib mal die jungen Leute eine Chance. Da kann doch gar nicht viel passieren, wenn du mal ein paar junge Leute einsetzt. Und dann Oliveira. Aber wie gesagt, wird nicht einfach. Aber merkbar ist er. Hier ist der kleine Oliveira. Guter Junge. Sehr schnell und muss ja irgendwann auch mal ran. Das nützt ja nichts. Aber wie gesagt, die müssen sehen, dass sie hinten einigermaßen sehen. Das waren ja Fehler. Ich will das nicht wiederholen. Das bringt nichts. Aber sonst ist alles in Ordnung. Da haben wir unseren Mehrfach da hinten. Könnt ihr das sehen? Ja. Der hat ein gutes Spiel gemacht in Kaiserslautern. Ein schönes Ding auf Robert gespielt. So, ich mache jetzt mal Schluss. Mal sehen, was abgeht. Die müssen ja heute noch los. So, allerlei Leute hier. Ja, wollen wir mal gucken, wie das weitergeht. Ich hoffe, auf den Sieg getippt wird heute nicht. Also alles andere wäre eine riesen Enttäuschung in meinen Augen. Wie gesagt, und dann noch ein schönes Heimspiel hier vielleicht, wenn wir weiterkommen. Dann ist alles klar. Tschüssi, nur der Haushalt.